Hey Leute, ich bin SmackPaverick. Ja, euer TikTok-Konto wurde gesperrt. Ihr habt beim Anmelden eine solche Nachricht hier erhalten. Dann möchte ich euch einmal sagen, wie ihr dagegen Einspruch erheben könnt und die Sperre gegebenenfalls wieder rückgängig machen könnt. Ja, wenn ihr eine Nachricht bekommt, dann habt ihr die Möglichkeit, auf den Banner zu klicken und dann entsprechend einen Einspruch zu erheben. Solltet ihr das verpennt haben, könnt ihr auch noch eine weitere Möglichkeit in Betracht ziehen. Dazu habe ich euch unten mal einen Link in die Videobeschreibung reinkopiert und genau da gehen wir jetzt mal hin und da zeige ich euch, wie ihr das Ganze machen könnt. So, hier ist die Supportseite. Hier kann man ein Ticket senden und hier kann man ja sämtliche Probleme beschreiben. Und ja, was gehört jetzt in so einen Text rein? Erstmal müsst ihr sagen, was ihr gemacht habt, ja, was wahrscheinlich der Grund ist. Wenn ihr den Grund nicht kennt, dann schreibt ihr einfach rein, ihr wisst nicht, warum ihr gesperrt worden sind. Wichtig ist auch, dass ihr eure Kontaktdaten angibt. Das heißt, ihr solltet eure E-Mail-Adresse hier reinschreiben, die eben ja, hinterlegt ist bei TikTok. Euren TikTok-Namen solltet ihr reinschreiben. Und ihr könnt hier auch noch Dateien hochladen, ja, wo ihr euch vielleicht verifizieren könnt, dass ihr auch die Person seid, die ihr vorgibt. Ganz wichtig ist ja, ihr dürft hier nicht irgendwie falsche Daten angeben, gegen Community-Richtlinien verstoßen. Ja? Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr natürlich nicht mehr die Möglichkeit, dagegen ja, vorzugehen. Könnt ihr machen, aber die Erfolgschancen sind natürlich relativ gering. Oftmals wird ja so ein Konto auch ja, aus falschen Gründen gesperrt. Das heißt, ja, ich würde jetzt hier meinen Namen eingeben. Ja, das ist ganz wichtig. Meine E-Mail-Adresse, ja, dann meinen vollen Namen, ja, wie ich heiße, das ist noch ganz wichtig. Und dann eben, ja, würde ich hier, ja, dann in einigen Schritten, ja, schildern, was passiert ist und darum bitten, dass man den Fall überprüft und dann, ja, guckt, dass man mein Konto wieder herstellt. Ihr werdet dann informiert werden. Meistens dauert das so einen Tag, kann aber auch mal 3 Tage dauern. Und ja, dann werdet ihr sehen, wie das Ganze ausgegangen ist. Ja, hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, irgendwas hochzuladen. Ja, vielleicht was hilflich sein kann, vielleicht ein Ausweisdokument oder sowas. Und dann schicke ich das Ganze ab. Und ja, dann wird mir da entsprechend geholfen. Ja, so sieht das dann aus, wenn man das abgeschickt hat. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass euch das Ganze hilft. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, bis dann, euer MacPaverick.